Ich erinnere mich noch an diesen Tag, als wäre es heute gewesen. Es war Sommer und ich arbeitete zur Aushilfe in einem Modegeschäft. Als ich dich sah, wusste ich sofort, du bist es. Ich verschwand einfach, ohne dich anzusprechen. Ich war ja felsenfest davon überzeugt, dass wir uns schon bald wieder treffen würden. Ja. Hast du eventuell das junge Mädchen gesehen, das im Schaufenster war und wo das hingegangen ist? Schaufenster? Ja. Nein. Also eigentlich hat auch niemand was zu suchen. Reden konnte ich ja erst mal mit meinen Freundinnen. Was? Er hat die Augen geschlossen und dann bin ich schnell abgehauen. Naja. Super. Und wann sieht er euch wieder? Das Schicksal wird es entscheiden. Mit deinem Schicksalsgelaber, das finde ich dann doch... Gönnst du es dir denn nicht? Natürlich. Wieso regst du dich denn so auf? Ich meine, es ist doch total romantisch. Das Schicksal hat ihn für mich bestimmt. Für mich alleine. Ach, das ist so romantisch. Ja, ja. Und es gibt auch Zufälle im Leben und Zufälle, nicht nur immer das Schicksal. Die Zufälle? Was sind Zufälle? Ich meine, ist doch klar. Wenn es kein Schicksal gäbe, dann hätte ich ihn noch nicht Zufall getroffen. Zufall kann man nie zählen. Aber später werde ich meinen Enkelin dann erzählen, wie ich ihn getroffen habe, wie er die Schaufensterpuppen gesehen hat und ich ihm dann eine Kusshand zugeworfen habe. Wie süß. Ob du wohl auch mit deinen Freunden über mich gesprochen hast? Was ist los? Nichts, bei dir? Ja, geht. Also, ich hab sie getroffen. Ich bin in so einen Laden gegangen und ich hab die Schaufensterpuppen angeschaut. Und plötzlich war sie da. Ihre Augen, wie sie gefunkelt haben, ihr Lächeln. Ich will sie unbedingt wiedersehen. Ey! Ein paar Tage darauf sah ich dich von Weitem auf der Straße. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Wie? Was? Liebe auf den ersten Blick? Ich wusste, dass wir uns wieder treffen. Das Schicksal ist so bestimmt. Hallo? Es machte mir Spaß, die Geheimnisvolle zu spielen. Vor allem deine zunehmende Verwirrung und deine Sehnsucht zu beobachten. Eine innere Stimme? Bist du dir sicher? Klar. Ich finde das jetzt ein bisschen absurd. Deine Ideen sind sehr... Ja, weil es ist einfach nur komisch. Und du meinst, dass es das nächste Mal genauso wieder ablaufen wird? Das klar. Wir werden uns wiedersehen. Sag mal. Wo ist deine Kette? Hast du sie etwa verloren? Nein, sie ist da, wo sie hingehört. Die? Die habe ich aus der Kirche. Ich habe wieder dieses Mädchen getroffen. Und ja, und sie war da und dann war sie wieder weg. Aber dann war sie wieder da, aber wieder weg. Und dann war sie plötzlich da und weg. Und dann war da diese Kette. Hier. Ich glaube, du brauchst einen Arzt. Mir kamen schon langsam Zweifel, ob wir uns wieder treffen würden. Aber dann war es für mich ein klares Zeichen des Universums, dass es uns zusammen sehen will. Wie heißt du eigentlich?
Du wirst deinen Namen und deine Telefonnummer auf dieses Blatt schreiben und sie dann in die Flaschenpost tun und sie dann in die Elbe werfen. Ich werde meine Telefonnummer und meinen Namen auf diesen Ballon schreiben und ihn dann fliegen lassen. Und wenn du wissen willst, wer ich bin und wie ich heiße, dann musst du diesen Ballon finden. Luftballon? Er sucht nicht, er findet. Du und glaubst du denkst, es nicht das ernsthaft, klappt. Dass der den findet. Der kann hier überall rumfliegen. Ja, das kann jeder finden. Der kann durch jeden Baum fliegen, in jedem Baum hängen bleiben. Du könntest einfach mit ihm deine Adresse austauschen. Telefonnummer ist doch total easy. Mach das jeder zu banal. Das sind Beziehungen, die einen Monat halten. Aber bei mir ist es die Liebe des Lebens. Liebe des Lebens. Du hast ihn ein paar Mal gesehen. Was vielleicht denkt er gar nicht so. Aber es ist... Bald hat er kein Interesse mehr, dann hängst du hier wieder bei uns rum. Nein, ich will ihn zappeln lassen. Was ist mit dir los? Hast du einen roten Luftballon gesehen? Roten Luftballon? Ja. Ach, vergiss es. Junge! Leider hatten meine Freundinnen recht. Die Jahre vergingen und ich sah dich nie wieder. Es gab andere Männer, aber geliebt habe ich immer nur dich. Heute lebe ich in einem Pflegeheim. Ab und zu unterhalte ich mich mit meinen Zimmernachbarn. Aber eins will ich dir noch sagen. Hätte ich nur auf meine Freunde gehört. Und dadurch habe ich, dass ich das nicht getan habe, habe ich die Liebe meines Lebens verpasst. Und die Zeit ist vorbei. Ja, so geht's ein. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sich mein Schicksal, unser Schicksal, doch erfüllen würde. Musik.